Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Ja, ich bin eigentlich nie nervös, wenn ich ein Video aufnehme. War ich noch nie. Aber dieses Video liegt mir so lange schon auf dem Herzen und es ist nur der Beginn einer langen, langen Studie. Dieses erste liegt mir so lange auf dem Herzen, dass ich es nicht wirklich rausgezögert hatte, aber ich habe auf den richtigen Moment gewartet. In Englisch ist der richtige Moment schon vor einiger Zeit gekommen und diejenigen, die meine englischen Videos schauen, die haben vielleicht die paar Videos gesehen, die ich inzwischen hochgeladen habe, in der neuen Studie Yay has God said. Dieses ist das erste der gleichen Studie in Deutsch, die dann da heißt, ja, sollte Gott wirklich oder sollte Gott gesagt haben? Das wirklich füge ich dann wohl eher ein bisschen damit zu. Ja, sollte Gott gesagt haben, wie eben aus dem Englischen übersetzt. Und in der König James steht das Wort Yay und in der Luther 1545 auch und deswegen übernehme ich das als Ja, sollte Gott gesagt haben. Die Frage der Schlange im Garten, die Eva gestellt wurde. Und der Name dieser Serie ist deswegen so wichtig oder leitet sich direkt aus der Bibel, aus dem Buch Genesis, ja, Kapitel 3, direkt ab, weil wir in einer Welt leben, in der das Wort Gottes ständig nicht nur in Frage gestellt wird, sondern das Wort Gottes wird verneint, das Wort Gottes wird falsch gelehrt und es gibt eine ganz bestimmte Organisation, die es sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, eben diese Lehre unter die Menschen zu bringen, diese Falschlehre unter die Menschen zu bringen. Das sind die Jesuiten, die ich in vielen Büchern bereits besprochen habe und in vielen Lesungen. Und in vielen anderen normalen Videos, wie auch immer. Und die römisch-katholische Kirche, die nicht die Kirche Jesu Christi ist, sondern die Kirche des Antichristen ist. Die haben sich zur Aufgabe gemacht, alles, was in der Bibel steht, zu verdrehen, die Menschen dumm zu halten und obwohl sie die Bibel in der Hand haben oder halten können heutzutage, ihnen dann Bibeln zu geben, die eben nicht korrekt sind, weil die Basistexte nicht korrekt sind. Dann sagen Leute von, ja, aber Jörg, ach, Gott wird doch wohl in der Lage sein, sein eigenes Wort zu bewahren. Das hat er ja auch versprochen in der Bibel. Ja, das stimmt. Er hat sein Wort auch bewahrt. Im Originaltext. Nur ich lese kein Hebräisch, kein Aramäisch und kein Griechisch und kann von daher die Originaltexte nicht lesen. Die meisten anderen normalen Menschen, sage ich jetzt mal, die jetzt nicht gerade im Klerus sind oder spezial gebildet sind, haben genauso wenig die Kenntnis dieser Sprachen und verlassen sich daher beim Lesen der Bibel auf eine Übersetzung. Wenn ich aber eine Übersetzung habe, dann bin ich darauf angewiesen, dass derjenige, der das aus der Originalsprache übersetzt hat, das auch richtig übersetzt. Und da fängt das Problem an. Ich vertraue hier bereits auf einen Menschen und nicht mehr auf Gott. Natürlich vertraue ich darauf, dass Gott Menschen hat, die er geleitet hat, die sein Wort richtig übersetzt haben. Aber Menschen machen Fehler. Und manche Menschen machen Fehler sogar bewusst. Also mit anderen Worten, sie haben eine bestimmte Agenda, die sie dazu verleitet. Und während dieser Studie ist mir das sogar in der König-James-Bibel aufgefallen. Nichtsdestotrotz ist die König-James-Bibel immer noch die beste Bibel, meines Erachtens, die man gebrauchen sollte. Aber hier und da hat sie auch ihre, ich will nicht sagen Fehler, aber ihre Dinge, wo sie ein bisschen neben das Ziel schießt. Und das hat natürlich damit zu tun, dass die König-James-Bibel, als sie übersetzt wurde, damals in England, am Anfang des 17. Jahrhunderts, dass die Komitees, die zusammengesetzt wurden, hauptsächlich Komitees waren aus der anglikanischen Kirche. Und die anglikanische Kirche war nun mal erst seit Beginn des 16. Jahrhunderts zum Protestantismus übergetreten, aber hatte noch viele römische Katholiken in ihren Reihen, hatte noch viel römisch-katholische Lehre in ihren Reihen. Das merkt man auch, wenn man zum Beispiel die Westminster Confession mal liest von später. Da ist unglaublich viel Katholizismus noch mit drin. Und die Jesuiten haben natürlich stark dafür gearbeitet, um dafür zu sorgen, dass das Übersetzungskomitee der König James auch von Leuten infiltriert war, die ihnen ein, ich sage es mal, einen Gefallen getan haben. Und der bekannteste Gefallen, den die Übersetzer den Katholiken oder den Jesuiten gemacht haben, war, dass sie dafür gesorgt haben, dass die Apokrypha in der Bibel drin ist, in der König-James-Bibel. Ja? Also die Apokrypha, das sind die nicht inspirierten Schriften außerhalb der Bibel, weil die Bibel besteht aus
39 Büchern im Alten und 27 im Neuen Testament ungefähr, so glaube ich, zur Zahl 66 auf jeden Fall. Und alle Bücher daneben sind nicht inspirierte Schriften, die nicht offiziell der Bibel angehören. Nun kann jeder sagen, von ja, wer bestimmt denn das? Und das glaube ich nicht. Und da muss man doch mal lesen. Das könnt ihr gerne machen. Ihr werdet nur feststellen, wenn ihr vom Geist geleitet werdet, wenn ihr Bücher lest, wie zum Beispiel das Buch von Henoch, dass das Lesen dieses Buches ganz anders ist als das der Bibel. Ja, es hat nicht denselben Fluss, es hat nicht denselben Stil. Man merkt direkt, das ist ein bisschen was anderes. Es ist eben eine Apokrypha. Es gehört nicht zu den kanonisierten Büchern, die 66 Bücher, die die Bibel ausmachen. Und der Erfolg der Jesuiten war, dass sie die schon mal in die Bibel reinbekommen haben. Das heißt, die größte weltweit meist vertriebene, meist gelesene Bibel durch die Jahrhunderte hin, die König James von 1611, befasste im Original die Apokrypha. Und ich habe auch eine mit der Apokrypha. Ich habe die Hendrickson 1611 Original. Ihr kennt ja die, die ich auch öfter in Videos aufmache. Ich zeige euch die mal. Das ist die hier. Na? Ihr habt die Wahl auf der Webseite, ob ihr die 1611 nehmt. Das ist also die wirklich originale Version. Oder ob ihr die KJV Standard nehmt. Das ist die sowieso bekannte, veränderte Version von einem gewissen Blaney, der 1769 die Bibel überarbeitet hat, und das ist die Standardbibel heutzutage. Ich gebrauche immer die Originale, weil je weit man zur Originalen hinkommt oder je weiter man zur Originalen hinkommt, desto besser ist das. Oh, ist das nicht schön? Heute hat die Bibel hier den Bibelspruch des Tages. At that day ye shall know that I am in my Father and you in me and I in you. Johannes 14,20. Und an dem Tag werdet ihr wissen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Sehr schön. Mein lieber Johannes, wird auch eine ganze Menge der zukünftigen Videos gehen. So, jetzt habe ich ein bisschen was über die Bibelgeschichte erzählt und mehr will ich da jetzt auch im Moment nicht drüber erzählen. Vielleicht gibt es hier und da während der Studie die Gelegenheit, da nochmal näher drauf einzugehen. Aber wir müssen halt einfach verstehen, Gott hat sein wahres Wort bewahrt in den originalen Schriften und wir können die originalen Schriften aufgrund unserer Fähigkeiten nicht lesen, sage ich jetzt mal so. Ich stelle das jetzt mal so in den Raum. Der eine sagt vielleicht, ich kann das wohl, ja, dann ist prima. Besorgt dir dann die originalen Manuskripte und lest. Und lese die, wenn du da dran kommst, wenn du nicht da auch wieder auf gefälschte Manuskripte fällst. Wie zum Beispiel den Codex Sinaiticus. Ja, da ist auch ein Buch, das werde ich lesen, in Englisch zumindest. Ich habe das Buch hier liegen. The Forging of Codex Sinaiticus bei Bill Cooper. Das ist nicht der Bill Cooper, den ihr kennt, davon der apokalyptische Reiter, der 2005 2001 am 5. November gestorben ist. Nicht der Bill Cooper, sondern das ist ein anderer. Der hat das Buch geschrieben. The Forging of Codex Sinaiticus, also die Fälschung des Codex Sinaiticus. Und der Codex Sinaiticus auf der einen Seite und Codex Vaticanus auf der anderen Seite sind von der römisch-katholischen Kirche gebrauchte Texte, von denen sie behaupten, dass sie ganz alt sind und dass sie die original bewahrten Schriften darstellen. Und darauf basieren sie ihre Kirchenlehre und ihre Kirchenlehre und ihre Bibeln. Ja? Und die ganzen neuen Bibeln, die nach dem Nestle-Aland-Text und Westcott und Hort und alles Texte zur unterliegenden, also zur Basis haben, sind Texte, die basieren auf Codex Sinaiticus und Codex Vaticanus. Und dazu noch eine ganze Menge Manuskripte, vor allem im Griechischen, was also das Neue Testament angeht. Und im Alten Testament verlässt man sich eben auf die masoretischen Texte. Und die masoretischen Texte sind halt von den Masoreten gemacht, die im Lauf des ersten Jahrtausends nach Christus die Bibel im Hebräischen für uns bewahrt haben, das Alte Testament, und im Koine-Krieg halt die neuen Schriften, die Schriften des Neuen Testaments, des sogenannten Neuen Testaments. Ihr werdet auch merken, dass ich im Lauf dieser Lesung oder dieser Studie die Worte Altes und Neues Testament so gut wie möglich probiere zu vermeiden. Das ist auch bei mir ziemlich, ja, Gewöhnungssache, diese Ausdrücke zu gebrauchen, diese Worte zu gebrauchen, aber die Worte sind nicht richtig. Das Alte Testament wird in der Bibel nie erwähnt. Es heißt The Law and the Prophets, das Gesetz und die Propheten, weil daraus besteht das sogenannte Alte Testament. Aus dem Gesetz in den ersten fünf Büchern Mose, was auch
Tentachtuk oder Tora oder was weiß ich, wie genannt wird. Und dann die ganzen Propheten: Jeremia, Jesaja, Hesekiel, Nehemia, Hosea, Daniel, um mal einige von den wichtigen jetzt eben zu nennen. Und daneben gibt es dann noch die Gedichtsbücher, das sind die Psalmen, das sind die Sprüche, das sind die Prediger, diese Bücher. Und im Grunde gehen alle Bücher vor dem Psalm um die Geschichte Israel, vom Anfang der Schöpfung bis dann die Propheten übernehmen und eben viele Weissagungen machen über das Schicksal Israels, sowohl im alten, sogenannten alten, Entschuldigung, da hört ihr es, ich gebrauche es auch, als dann auch im Neuen Testament. Und ich nenne das Alte Testament das Gesetz und die Propheten, und das Neue Testament nenne ich die Erfüllung, nämlich die Erfüllung des Gesetzes und der Propheten. Jesus Christus war nämlich genau die bereits Jahrhunderte vorher vorhergesagte Erfüllung des Gesetzes und der Propheten. Ja? Da könnte ich jetzt eine eigene Studie drüber machen, wieso man das so nennt und wieso Jesus Christus die Erfüllung des Gesetzes war. Aber er hat ja selbst gesagt, ich komme zu erfüllen, nicht zu zerstören. Die Gesetze des sogenannten Alten Testaments wurden durch Jesus Christus erfüllt. Ja? Und er hat die Opferungen und die täglichen Opfer und die Speisopfer und was, die hat er abgeschafft, durch eben selbst das einzig wahre Opfer zu werden. Angekündigt in Daniel Kapitel 9, Verse 4 bis 27. Auch das ist ein ganz, ganz schwerer Punkt, den ich mache in dieser Studie. Also, wir haben so verschiedene Dinge. Wir haben einerseits die Bibel im Allgemeinen, mit der wir uns beschäftigen, wo wir vielleicht am Ende einige Leute auch verstehen werden, warum ich bevorzuge, vom Gesetz und den Propheten im Alten Testament und der Erfüllung im Neuen Testament zu sprechen. Wir werden davon sprechen, dass Jesus Christus die 70. Jahrwoche von Daniel damals komplett erfüllt hat. Da werden wir eine eigene Studie drüber machen, da werden wir ein eigenes Buch drüber lesen. Und wir werden noch zwei andere Bücher lesen. Und da kommt es eigentlich zu einem sehr interessanten Punkt. Nun, bevor ich auf diesen sehr interessanten Punkt komme, gestattet mir, dass ich hier eine Einleitung mache, und wenn ihr sagt, das will ich alles nicht hören, dann müsst ihr ein bisschen vorspulen. Ich kann ja jetzt nicht sagen, wie viel, weil ich nehme das Video jetzt auf. Ich weiß nicht, in der wievielten Minute ich jetzt bin. Ich weiß nicht, wie lange das Video geht, und ich weiß nicht, wann ich da mit der Einleitung durch bin. Nur, ich habe so lange darauf gekaut, dieses Video zu machen, und habe mir so lange überlegt, was sagst du und was willst du alles sagen? Was ist wichtig zu sagen? Was gehört in diese Einleitung mit rein? Was willst du den Leuten alles sagen? Und so vor einer Stunde habe ich mir gedacht, so von, weißt du was, Jörg, wenn du irgendwo anfangen willst, dann fang wirklich beim Anfang an. In der Bibel steht, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das hat Gott gemacht, das hat Gott getan, und da steht so geschrieben, dass Gott das getan hat. Und die Erde war wüst und leer, und der Engel, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser, und dann hat er das Land hervorkommen lassen, und dann hat er erst das Licht gemacht, ne? Es war Dunkelheit, und deswegen sagte er, es werde Licht, und es ward Licht, und dann kam das Land hervor, und auf dem Land kamen dann die Pflanzen hervor, und dann kamen die Tiere, und dann kamen die Menschen und die Fische noch davor, und die Himmelskörper, die wir Sterne nennen, und Mond und Sonne und was war eh nicht alles. Und nach 6 Tagen war die Schöpfung vorbei, und Gott hat gerüstet oder geruht am sechsten Tag und hat am siebten Tag, Entschuldigung, nach den 6 Tagen, hat er am siebten Tag geruht und hat deswegen diesen siebten Tag geheiligt, bereits in der Schöpfung. Das nennen wir heute den Sabbat oder den Ruhetag oder den Rusttag oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist das ein Tag, an dem wir uns die Schöpfung erinnern sollten, wenn wir nicht gerade Evolutionisten sind. Aber ich schätze mal, dass in dieser Runde hier wenig Menschen sind, die an die Evolutionstheorie glauben. Und übrigens, ich habe heute gerade von Marius einen interessanten Artikel dazu bekommen, dass also jetzt sogar im Mainstream Darwin und viele seiner Lehren angezweifelt werden. Das ist logisch, weil die Lüge lässt sich eben nicht immer für immer aufrechterhalten. Aber wie gesagt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, damit hat er angefangen. Und dann hat Gott einige Dinge gesagt. Und diese Dinge sind wichtig, die er sagt. Und dann hat jemand diese Dinge angefangen oder die Worte von Gott in Zweifel zu ziehen angefangen.
Und deswegen auch der Name dieser Studie, ja, hat Gott gesagt. Wir messen alles in dieser Studie an Gottes Wort. Und zwar so, wie es geschrieben steht, nicht so, wie es oftmals interpretiert wird. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und das ist auch ein Fehler, den ich selbst gemacht habe. Aber wenn ich dann sage von, ja, ich gehe zurück zum Anfang, ja, dann gehe ich jetzt nicht in die Schöpfung. Ja, ich fange nicht in Genesis an mit der Studie. Nein, ich gehe zu meinem Anfang zurück, dass ihr versteht, wo ich herkomme. Dass ihr versteht, was meine Motivation ist, diese Studie von vier Büchern überhaupt anzugehen. Vier Bücher. Und das sind nicht leichte Bücher und das sind keine Bücher von 50, 60 Seiten und ein Buch davon ist selbst noch nicht mal fertiggestellt. Und trotzdem fange ich mit der Studie bereits an. Ich habe ja in Englisch auch mit der Studie angefangen. Da gleich mehr zu. Aber ich dachte, ich gehe ein bisschen weiter zurück, weil es sind immer noch viele Leute auf meinem Kanal, die wissen gar nicht, wo ich herkomme. Also geistig gesehen, wer ich bin, wer Joggler66, wer Jörg eigentlich ist. Der Jörg wurde geboren im Jahr 1966. Deswegen ist der Name Joggler66 auch in Anleitung an mein Geburtsjahr. Das hat keinen anderen Grund, das hatte immer schon den Grund. Der Name Joggler, da werden Sie auch eine Frage, wie entsteht denn so ein Name? Der entstand daher, dass ich Ende der 70er Jahre oftmals so von diesen Computerspielen gemacht habe. Die kennt ihr so, die in den Arcade spielen. Das stand damals im Restaurant, so im Burger King oder in Bahnhofshallen oder in Spielhallen, wenn es sie schon gab. Da standen immer so diese Videospiele, so wie Space Invaders und was weiß ich nicht alles, was man spielen konnte. Und wenn man da gespielt hat und man hat einen bestimmten Score gehabt, also einen bestimmten Betrag an Punkten erreicht, dann konnte man zum Ende seine Initialen eingeben. Nur das waren immer nur drei Initialen. Mein Name Jörg hat aber vier. Das ging nicht. Also habe ich gedacht, ja, dann machst du Jog. Jog. So fing das dann an. Und irgendwie, irgendwann später ist da Joggler draus geworden. Was ich ganz lustig fand, weil das Wort Joggler im Englischen kannte ich nicht. Ich meinte, das gibt es gar nicht. Plus Joggler, mein Nachname ist Glissmann. Jog von Jörg, GL sind die ersten zwei Buchstaben meines Nachnamens. Und der E, der könnte für das Ö stehen. Oder Joggler, also ich fand das dann irgendwie, das ist so Zusammensetzung aus Vornamen, Achternamen, so ein Kunstname entstanden. Joggler und dann eben 66 mein Geburtsjahr dabei. Teilweise habe ich mich im Internet früher auch Joggler77 genannt. So nenne ich mich auf Skype übrigens immer noch. Das habe ich damals bei Skype so angefangen, weil die 7 ist eine. Eine Lieblingszahl von mir, die mag ich sehr gerne. Dass sie auch biblisch eine sehr positive Bedeutung hat, ist wieder eine ganz andere Sache. Das wusste ich damals noch gar nicht. Aber daher kommt halt der Name Joggler66. Und Joggler66 ist nicht immer gläubig gewesen. Joggler66, Jörg, ist von seiner Mutter eigentlich im protestantischen Glauben erzogen worden. Nur, als ich so klein war, und ich spreche jetzt also über meine allerersten Kindheitserinnerungen, 4, 5, 6 Jahre, die Erinnerung habe ich gar nicht mehr groß, aber ich habe das große Glück, dass durch bestimmte Umstände, die ich jetzt nicht alle hier offenlege im Video, meine Mutter bei mir wohnt. Und wir sprechen natürlich auch viel über die Kindheit früher und dass sie sagte von, ja, Junge, ich hab mit dir früher gebetet und ich habe dich immer versucht, im Glauben zu erziehen. Und ich denke auch, dass daher bestimmte Charakterzüge von mir kommen, weil wenn ich ein Ding nicht abkann, dann ist das Lügen. Da bin ich ja schon wieder beim Thema dieser Studie, ne? Ja, hat Gott gesagt. Ja, hat Gott gesagt. Das Wort Gottes in Zweifel ziehen und etwas anderes nehmen. Wir wissen, dass diese Zweifel von der Schlange kommen, die Jesus Christus als Satan im Evangelium auch benannt hat als den Vater der Lügen. Ne? Denn wenn er spricht, dann spricht er nicht die Wahrheit, dann spricht er aus sich selbst und er ist der Vater der Lügen. So ungefähr steht es geschrieben. Und ich kann Lügen nicht ab. Noch nie. Ungerechtigkeit bin ich ein ganz großer, habe ich ein ganz großes Problem mit. Ungerechtigkeit und Unwahrheit habe ich schon immer ein ganz großes Problem mit gehabt. Deswegen habe ich in diesem Leben auch immer angeeckt. Das kann euch meine Mutter bestätigen, wenn ihr die mal sprecht. Ja. Ich habe auch nie einen wahnsinnig großen Freundeskreis gehabt. Es war immer ein wenig beschränkt. Und ich war auch mit solchen Freunden oftmals eher der Mitläufer als der Zier, weil das, was mich eigentlich wirklich getrieben hat, gezogen hat, das habe ich hier
selbst mit meinen Freunden nie gefunden. Und ich habe mich dann in Dinge reintreiben lassen. Ich habe Dinge in meinem Leben gemacht, auf die ich nicht stolz bin, wie wahrscheinlich so viele Leute bei euch dasselbe von sich sagen können. Ich sage es hier ganz offen in einem Video. Und teilweise ekel ich mich selbst vor mir selber oder habe ich mich vor mir selbst geekelt, aber zum Glück bin ich ja irgendwann mal verändert worden. Nun, ich war 13 oder so, und da war ich Freund mit Nils Grimpe-Luhmann. Ich sag mal seinen vollständigen Namen, spielt keine Rolle, der schaut das Video wahrscheinlich sowieso nie. Ich habe da auch schon lange keinen Kontakt mehr mit, seit meiner Hochzeit eigentlich nicht mehr, war damals auf meine Hochzeit eingeladen, 1991, und seitdem habe ich eigentlich keinen Kontakt mehr mit ihm. Ich weiß, dass er, glaube ich, in der Schweiz mal gearbeitet hat für seine Lebensmittelfirma. Er hat damals in Blankenese bei Jo Spitt angefangen und ist dann da irgendwie im Supermarktbereich geblieben. Aber wie gesagt, ich war mit dem Nils befreundet und auf einmal kam der Nils zu mir und sagte mir, ich lasse mich nächstes Jahr konfirmieren. Ich sage, was ist das denn, Konfirmation? Konfirmation, was ist das denn? Ja, das ist ganz toll, da gehst du halt ein bisschen in die Kirche und dann ist da so eine Feier und dann kriegst du viele Geschenke. Ich dachte, oh, das hört sich gut an, Geschenke will ich auch haben. Ganz im weltlichen Stil, ja, Geschenke will ich auch haben. Also habe ich das mit durchgezogen, bin verpflichtet so und so oft in die Kirche gegangen. Wir waren sogar einmal auf einer Reise irgendwo noch schön, ich glaube auf eine Insel oder so für ein paar Tage davor, Pastor und diese kleine Kirchengruppe und war alles ganz lustig. Und ja, dass ich an Gott glaube, ja, das habe ich dann halt mal gesagt, ne? Vielleicht war da auch irgendwo ein Funke Glaube in mir. Also ich war nie wirklicher Atheist. Ich habe nie der Evolutionstheorie angehört. Ich habe nie geglaubt, dass ich vom Menschen abstamme. Ich habe immer geglaubt, dass da irgendwas ist. Aber was? Das war für mich ein großes Mysterium. Na jedenfalls, ich habe die Konfirmation damals mitgemacht. Aber ich habe damals meine Mutter auch eine Frage gestellt. Ich weiß nicht mehr, wann jetzt genau, in welchem Zusammenhang, aber es ging darum, dass ich gefragt hatte, mehr oder weniger, das ist der, ist nicht wortwörtlich, aber inhaltmäßig die Frage von, sag mal, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Evangelikalen und Katholiken? Weil ich bin in Blankenese, also in Hamburg, groß geworden und meine Mutter hat mich, wie gesagt, protestantisch erzogen oder evangelisch, um es mal so zu nennen. Und ich habe damals nicht gefragt, ja, was protestieren wir denn überhaupt? Das wäre heute meine erste Frage, wenn sich jemand Protestant nennt. Aber ich habe gefragt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen den evangelischen, weil wir gehen ja in eine evangelische Kirche, ich werde in der evangelischen Kirche konfirmiert, und den Katholiken. Das konnte mir meine Mutter nicht wirklich sagen. Ja, es gibt bestimmte Unterschiede in der Kirche, feiern sie halt die Messe und so, solche ganzen Sachen. So zwei, drei Dinge hat sie vielleicht damals genannt, das weiß ich selbst gar nicht mehr. Aber sie konnte mir nicht wirklich den Unterschied sagen zwischen Katholiken und Protestanten. So, und dann ist die Konfirmation ist dann gewesen und dann war für mich alles ziemlich wurscht und ich war damals sowieso ein bisschen ganz anders. Ich war ziemlich, heute würde man sagen, so auf der rechtsradikalen Schiene. Ich war in so einer jugendlichen, heute würde man das, damals nannte man das so Wehrsportgruppe mit so ein paar Rechten und wir sind in Friedrichsruhe draußen im Osten im Bismarckwald, haben wir da Militärübungen gemacht. An dem Tag, als ich getauft wurde, bin ich mit Bundeswehrhose und mit meinen Bundeswehrstiefeln, also die konnte man ja damals so im Laden schon kaufen, diese Stiefel da, Knobelbecher nannten wir die damals. Da bin ich so mit in die Kirche gegangen, weil zur Taufe, kurz das Schiffchen runtergenommen, hat der Typ Wasser auf mich geträufelt und meinte, ich bin jetzt getauft. Und danach bin ich dann weiter in der Friedrichsruhe und haben wir da einen Tag Militär gespielt. Ganz lustig. 14 Jahre war ich damals. Schon lange her. Und ehrlich gesagt, nach der Konfirmation, wo ich dann gar nicht so viel Geschenke und Geld gekriegt habe, dann bin ich enttäuscht, habe ich mir im Grunde von Gott, hat mich nicht interessiert. Hat mich nicht interessiert, weil ich in einer Welt gelebt habe, wo das, was mir in der Kirche über Gott erzählt wurde, nicht passte in das Weltbild, das ich von den Medien und von den Menschen um mich herum hier in dieser Welt vermittelt bekommen habe. Nach dem Motto, warum lässt Gott all das zu, was hier in dieser Welt passiert, wenn er doch so toll ist und die Menschen liebt und alles drum und dran? Das machte für mich irgendwie keinen Sinn. Und es machte immer weniger Sinn, je älter ich wurde. Und deswegen habe ich im Grunde den Glauben, also ganz hinten eingestopft auf dem Regal gehabt, aber
Wie gesagt, in dieser Welt habe ich auch die Dinge nicht irgendwie geglaubt. Alles machte für mich irgendwie keinen Sinn. Und vor allen Dingen, weil ich eben auch den Unterschied zwischen Protestanten und Katholiken nicht kannte. Und meine Mutter, und ich glaube nicht, wenn ich weiß nicht, wen ich da noch wieder angesprochen habe, ich glaube, ich habe den Pastor gar nicht angesprochen, der wird mir wahrscheinlich sowieso irgendwelchen ökumenischen Quatsch erzählen. Das machte für mich keinen Sinn. Ja, warum hat man denn diese Kirchen, zwei Richtungen, evangelisch und katholisch, wenn das doch alles irgendwo dieselbe Suppe ist? Und ich mache meiner Mutter da keinen Vorwurf drüber, versteht mich jetzt nicht verkehrt. Und du auch nicht, Mutti, wenn du das siehst. Da geht es gar nicht drum. Aber wenn man sich da so wenig mit beschäftigt, dann versteht man das Ganze im Grunde auch gar nicht. Aber Glaube hat, und das ist ganz wichtig, Glaube hat nichts mit Kirche zu tun. Und das ist auch das, was ich meiner Mutter ganz hoch anrechne. Sie hat immer geglaubt, aber sie war nie Mitglied einer Kirche. Ich übrigens auch nicht. Nach der Konfirmationszeit bin ich nur noch in Kirchen gegangen, hier und da, um sie mal zu besichtigen. Ja. So wie jeder Tourist, der irgendwo in eine Kirche geht und eine Kirche besichtigt. Aber ich bin nie, ja, und, oder wenn einer gestorben ist, beim Begräbnis oder so. Ich hatte vor ein paar Jahren, als ich hier noch Weinverkäufer war und ich hatte einen Verkäufer von mir, sein Vater war gestorben, da hat er dann auch gesagt, ja, komm doch bitte zur Beerdigung, bin ich zur Beerdigung. Aber ich habe mich immer geweigert, da nach vorne zu gehen und diese Oblate ins Maul gesteckt zu kriegen. Das hat mir von Anfang an nicht gepasst. Also da habe ich dann immer abgedreht oder bin da nicht hin oder naja, wie auch immer, das gefiel mir halt nicht. Aber Glaube hat nichts mit Kirche zu tun. Das ist etwas, das ist mir von Anfang an klar geworden. Und von daher, ob du jetzt evangelisch bist oder katholisch bist, das Einzige, was zählt, ist der Glaube, den du hast. Nur der Glaube muss eben richtig sein. Und ich habe das, was ich von meiner Mutter mitbekommen habe damals, habe ich ein Ding eigentlich immer verstanden. Wir haben einen Gott, das ist unser Vater im Himmel, zu dem Jesus Christus auch ganz deutlich sagt, wenn du betest, bete nicht wie die Heiden, durch viele leere Worte zu sagen und Dinge zu wiederholen und all diesen ganzen Quatsch, sondern wenn du betest, dann bete, Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So sollen wir beten. Und wir sollen nicht öffentlich beten, darum habe ich auch noch niemals in einem meiner Videos gebetet, öffentlich. Das werde ich auch nie tun. Wenn ich bete, dann gehe ich in meinem Zimmer hier auf die Knie oder, um ehrlich zu sein, meistens liege ich dann abends schon im Bett und dann liege ich zwischen Anführungszeichen, aber jetzt wirklich, mich kotzt es von mir selber an, faul im Bett und bete dann noch zu meinem Vater im Himmel. Und jedenfalls, um eine lange Geschichte kurz zu machen, das werdet ihr nach 500 Videos verstehen, die diese Serie wahrscheinlich dauert, wenn ich so weitermache. Das Verständnis, das ich immer hatte, war, wir haben einen Gott, der Vater im Himmel. Wir haben Jesus Christus, der ist sein Sohn, Mensch, der für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist und gehorsam zum Vater war bis zum Tode, dem Tode am Kreuz, der durch diese Treue belohnt wurde mit der Wiederauferstehung. Er ist der Erste der Wiederauferstehung des neuen Lebens. Er ist hier auf dieser Erde noch einige Tage rumgelaufen, hat sich seinen Jüngern und vielen verschiedenen Menschen gezeigt und dann ist er aufgefahren zum Himmel und heute sitzt er zur Rechten des Vaters auf dem Thron. Was nicht heißt, dass er irgendwo auf so einem goldenen Stuhl im Himmel sitzt und er hier runterguckt. Zur Rechten des Vaters heißt, er ist seine rechte Hand. Er hat von dem Vater alle Autorität erhalten. Das teilt er uns auch mit, hauptsächlich im Buch der Offenbarung. Ganz interessant ist ja, dass im Buch der Offenbarung ganz zu Anfang bereits steht, dies ist die Offenbarung, die Gott, Jesus Christus, für uns alle gegeben hat. Können wir mal eben lesen. Zumindest in Englisch. Ich habe jetzt keinen Bock, die Schlachterbibel aufzumachen. Ihr kennt ja meine Meinung über die Schlachter.
Aber Offenbarung 1,1, die Offenbarung von Jesus Christus, welche Gott ihm gab, um seinen Dienern die Dinge zu zeigen, die in Kürze passieren müssen oder erfüllt werden müssen. Und er sandte und unterschrieb dies bei dem Engel, den er seinem Diener John schickte, also Johannes schickte. So. Also, die Offenbarung von Jesus Christus, die Gott ihm gab, which God gave unto him, also der Vater gibt dies Jesus Christus, dass er es seinen Dienern zeigt, um die Dinge zu zeigen, die in Kürze passieren müssen. Also so ist das ganz deutlich. Wir haben den Vater, wir haben Jesus Christus und es gibt auch noch den Heiligen Geist, der vor allen Dingen im Neuen Testament, wie wir das nennen, in der Erfüllung, wie ich es nenne, vor allen Dingen uns bekannt gemacht wird im Evangelium von Johannes als der Tröster, wo Jesus Christus nach seiner Auferstehung sagt, es ist notwendig für mich, dass ich gehe, weil wenn ich nicht gehe, kann ich euch den Tröster nicht schicken. Und dieser Tröster wird euch in alle Wahrheit leiten. The Comforter, ja, heißt es im Englischen. Der Tröster. Also, und diese drei, Vater, Sohn und Heiliger Geist, werden hier in dieser Welt immer gelehrt als diese drei sind eins. Das ist eine Dreieinigkeit. Und ich habe, wie gesagt, deswegen habe ich damit angefangen zu sagen, ich habe von Anfang an verstanden, der Vater ist eins, der Sohn ist eins und der Heilige Geist ist eins. Das sind drei verschiedene. Es hat nicht, der eine hat mit dem anderen, ja, ich will nicht sagen, nichts zu tun, aber der eine ist eben der andere nicht. Es macht doch keinen Sinn. Wenn Jesus Christus im Garten von Gethsemane betet und sagt, Vater, wenn es geht, lass diesen Becher an mir vorbeigehen, aber nicht mein Wille geschehe, sondern deiner, spricht er dann zu sich selbst im Himmel? Es gibt nur einen Gott. Aber wenn Gott zu Gott spricht, dann ist er schizophren oder was? Nein, Gott ist nicht schizophren und Gott ist auch nicht unlogisch und es gibt auch keine drei Götter, es gibt nur einen Gott und es gibt einen Gott und das ist der Vater und Jesus Christus ist Mensch. Er ist aber nicht zwischen Anführungszeichen nur Mensch, er ist ein ganz besonderer Mensch. Und da kommen wir im Lauf der Studie auch drauf zu sprechen. Weil es gibt viele Fragen, viele Menschen, die sich da Fragen drüber stellen. Und ich werde probieren, all diese Fragen, noch bevor sie gestellt werden, überhaupt zu beantworten. Und es gibt dann eben auch noch den Heiligen Geist. Und wie das alles zusammenhängt, das werden wir als erstes besprechen. Weil jetzt komme ich langsam zum Inhalt dieses Videos, eigentlich die Einleitung über mich selber. Beschaue ich jetzt mal als vorbei. Also in der Zwischenzeit bin ich, wie gesagt, ich war konfirmiert, ich bin dann damals in die Bundeswehr eingetreten. Freiwillig wollten sie mich nicht, dann bin ich eingezogen worden, dann habe ich mich da nochmal beworben, dann wollten sie mich wohl. Dann war ich ein paar Jahre Mannschaftsdienstgrad und dann bin ich Unteroffizier geworden, ich war in der Marine, ich war Maat und dann haben sie mich in so einen blöden Ort gesetzt, Nibi. Wer das kennt, oben in Schleswig-Holstein zwischen Flensburg und Kiel, fast an der Küste, so eine Marine-Fernmeldegruppe. Da konnte man den ganzen Tag nichts anderes tun, als sich den Becher zu geben, weil kein Dorf in der Nähe, keine Ausgangsmöglichkeit, totes Leben. Also, und bevor ich da zum Alkoholiker verkomme, habe ich mir gesagt, dann gehst du woanders hin. Und hab ich mich beworben auf eine Stelle im Ausland und habe 3,5 Jahre dann die Möglichkeit gehabt, NATO-Hauptquartier in Brüssel zu arbeiten. Und in der Zeit habe ich damals, bin ich 1,5 Jahre jeden Abend von Brüssel nach Bergen gefahren, habe da auf einer Außenschule, auf einer Außenstelle der Hochschule von Aachen mein Fachabitur nachgemacht. Ich hatte nur Realschulabschluss, nur. Und habe mein Fachabitur nachgemacht, um dann hier später studieren zu können, weil ich habe meiner Frau dann gesagt, ich möchte hier studieren, dann möchte ich einen tollen Job von 9 bis 5 haben und viel für dich und meine Familie da sein. Naja, meistens kommt es anders, als man erstens denkt und als man zweitens denkt, oder wie heißt das? Naja, also das Fachabitur habe ich gemacht, 1,5 Jahre lang, da die 90 Kilometer hin und 90 Kilometer zurück, 5 Tage die Woche zu fahren. Und
Dann hat es mit dem Studium in Deutschland nicht geklappt, weil die mir keinen Platz zuweisen konnten, weil meine Dienstzeit hier vorbei war. Und dann haben wir entschlossen, dass ich hier in Belgien bleibe und hier studiere, obwohl ich gar kein Belgisch kann. Ja, bevor ich damals, ich habe noch mit meinem Vater gesprochen damals, bevor ich nach Belgien ging. Ich sag, Papi, sag mal, was sprechen die eigentlich in Belgien? Ich habe noch nie von Belgisch gehört. Da sagt mein Vater, in Belgien, da sprechen sie Französisch. Also ihr seht, damals war ich schon was 20 oder was, immer noch ganz schön naiv in vielerlei Hinsicht. Und, naja, heute weiß ich, dass sie hier drei Sprachen sprechen und dass eigentlich die meisten Einwohner dieses Landes Niederländisch sprechen oder Flämisch, wie man das hier nennt. Jedenfalls, ich kannte die Sprache nicht und trotzdem habe ich gesagt, ich studiere hier. Wenn du hier zur Schule gehst und dann glücklicherweise ist der Unterschied zwischen Deutsch und Niederländisch nicht so groß wie zwischen Chinesisch und Niederländisch. Und deswegen habe ich es einigermaßen geschafft, bin im ersten Jahr auch gleich durch, im zweiten Jahr bin ich dann sitzen geblieben. Die Bundeswehr hatte mir aber nur 3 Jahre bezahlt, also wollen wir die ganzen Dinge mal abkürzen. Ich habe dann hier halt gearbeitet als Selbstständiger. Bin schlussendlich dann Weinhändler geworden, nachdem ich Staubsauger verkauft habe. Und habe dann da in 2006 oder 2007 meine eigene Firma aufgemacht und bin dann Weinhändler gewesen bis Corona. Und seitdem bin ich Taxifahrer. Das so zu meinem persönlichen Werdegang, den ihr jetzt alle ein wenig kennt. Aber viel wichtiger ist ja mein geistiger Werdegang. Und ich habe damals hier in Belgien eine Bekanntschaft gehabt, durch Snooker kennengelernt. Ich habe damals Snooker im Verein gespielt und habe damals jemanden kennengelernt, der hat dann auch gepokert und dann bin ich da in die Pokerrunde mit rein und dann haben wir da gepokert und alles ganz lustig. Und der mich da reingebracht hat, der war auch so ein bisschen immer so der, ja, ich will nicht sagen der Außenseiter, aber er war so ein bisschen der Querdenker der Gruppe. Kennt ihr das? Ihr kommt in so eine Gruppe und da habt ihr einen, der denkt immer so ein bisschen quer. Und das hat mich enorm angesprochen, weil ich eben auch nicht so. Ja, ich habe gesagt, ich war ein Mitläufer. Ich war ein Mitläufer in der Hinsicht von, dass ich da meine eigenen Dinge nicht so viel gemacht habe. Aber dadurch habe ich eben auch nicht so intensiv alles mitgemacht. Ich habe überall reingeschnuppert, aber ich habe nirgendwo erst eine große Rolle gespielt. Und damals eben auch in dieser Pokergruppe. Ich habe mich da ziemlich zurückgehalten, was Diskussionen anging und solche Sachen. Und der Joachim hat da ein paar Dinge losgelassen. Da habe ich einfach nur gedacht von, das ist interessant. Und an einem bestimmten Abend kommt er zu mir und sagt zu mir, Jörg, sagt er, so wie ich dich kenne, du bist doch einer, der schätzt die Wahrheit und enorme. Also soweit hatte er mich erkannt, durchschaut, sag ich mal. Ich sag ja. Sagt er, das war 2010, Oktober. Hast du dir nie Gedanken gemacht, was da mit am 11. September 2001 passiert ist? Ich so, ich weiß noch, wo ich war. Ich sage, ich war damals auf dem Büro in der Weinfirma oben im ersten Stock und auf einmal kam einer hochgelaufen und sagte von, oh, da ist ein Flugzeug in die Türme New York geflogen und ah. Ich glaube, jeder weiß noch, was er am 11. September 2001 gemacht hat, wenn er zu der Zeit schon gelebt hat. Aus meiner Generation zumindest. Und ich sage, ja, habe ich nie darüber Gedanken drüber gemacht. Ich sagte, glaubst du wirklich, dass da zwei Flugzeuge in die Türme geflogen sind und dadurch die Türme da von sich einstürzen? Ich sag eigentlich nicht, sage ich, weil ich weiß, ich habe in den 80er Jahren den Playboy gelesen und die männlichen Zuschauer in dieser Runde verstehen vielleicht, wir Männer, wir kaufen den Playboy ja nur wegen der guten Artikel, die darin zu lesen sind, nie wegen der schönen nackten Frauen, die da abgebildet sind. Ja, ich habe damals den Playboy gelesen, da war ein Interview, das war irgendwann in den 80er Jahren, ein Interview von einem der Architekten, die World Trade Center, also das Welthandelszentrum da in New York gebaut haben. Und der wurde interviewt und der wurde auch gefragt, was passiert denn, wenn da ein Flugzeug reinfliegt? Da hat er nur gelacht und sagt, gar nichts. Was meinen Sie, was passiert, wenn Sie eine Cola-Dose gegen eine Wand schmeißen? Ne? Gar nichts. Und man hat ja auch noch vorher gesehen im ich glaube, in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts ist ja auch ein Flugzeug in das Empire State Building geflogen, ist ja auch nichts passiert. Naja, ich habe mir jedenfalls da keine Gedanken drüber gemacht. 9-11, das war mir völlig wurscht. Für mich interessierte Snooker, Poker, Frauen, trinken, ausgehen, Spaß haben, Computerspiele spielen, wirklich the whole nine yards. Die ganze verkehrte Linie bin ich vollständig gewandelt. Und
Aber was der Joachim da an dem Abend zu mir sagte, hat mich irgendwie wachgerüttelt. Weil wenn der so erkennt, dass ich so auf die Wahrheit gestellt bin, dachte ich von, da sag ich, kann man das ja irgendwie nachgucken? Ja, sagt, da hast du einen Computer. Ich sage, ja. Ich hatte seit 2000, weiß ich, 5, glaube ich, oder so, nach meiner Scheidung. 2004 war ich geschieden, danach habe ich mir irgendwann einen Computer gekauft. 2005, irgendwann, schätze ich, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und ich habe damals angefangen, es war ungefähr Mitte Oktober 2010. Ich bin bis April 2011 fast mein Haus nicht mehr ausgekommen. Ich habe nur noch sporadisch gearbeitet, obwohl ich habe, wie gesagt, Weinverkäufer war. Ich habe mich nur noch informiert im Internet. Und zwar über Dokumente, über Filme und über Bücher, die ich gelesen habe. Und hauptsächlich Videos gucken über 9/11. Ich bin da so in die Sache reingeschlittert. Ohne irgendwelche Vorkenntnisse. Ich habe ja gezählt, wo ich erzählt, wo ich herkomme. Ich hatte null Vorkenntnisse. Und mir ist aufgefallen, dass ich in vielen Dingen, wo ich da dann Untersuchungen angestellt habe, dass ich dann immer irgendwie auf eine totlaufende Schiene gelaufen bin, auf eine Einbahnstraße, auf eine Sackgasse gekommen bin, eine Straße, wo es irgendwo auf einmal nicht mehr weiterging. Die esoterische Schiene, die mich aber niemals angesprochen hat. Ich weiß auch, ich habe damals dieses eine Wort immer gebraucht, da, wie hieß das da? Nicht Namaste, das haben die anderen immer gebraucht, da. Von dem, ach, ich komme da nicht mehr drauf. Ich hab so viele Dinge geschaut, dass ich im Augenblick auch überhaupt nicht mehr sagen kann, die Namen, die schwirren mir so im Kopf rum, aber ich kann keinen einzigen festhalten. Unglaublich viele Dinge. Also ganz ehrlich, wenn es mit 9/11 oder dieser sogenannten Truther, also Wahrheitsbewegung zu tun hat, dann habe ich es gesehen, könnt ihr mir glauben. Ich habe damals im April 2011 meinen YouTube-Kanal gegründet und ich hatte zu der Zeit zwischen Oktober und der Gründung meines Kanals mindestens 5000 Videos geschaut. 5000 Videos. Lange, kurze, manche einmal, manchmal zweimal. Und weitergeschaut und weitergeschaut und weiter studiert, bis die Dinge irgendwann probierten, Sinn zu machen, aber ich habe so gegen Ende 2011, Anfang 2012 festgestellt, die Dinge machen keinen Sinn, wenn man die Bibel da nicht beinimmt. Das war für mich im Grunde der große Aufhänger. Und ich hatte dann damals jemanden kennengelernt, der nennt sich Alan Lamont, der ist auch heute noch auf YouTube, aber habe ich lange, lange, lange schon keinen Kontakt mehr mit. Und durch ihn bin ich zur König James Bibel, zur Bibel gekommen und zum Glauben gekommen. Und da ich eben in den Glauben da gekommen bin und ich dachte, ich wäre da reingekommen, es war natürlich die ganze Zeit Gott, der dafür gesorgt hat, dass ich da hinkomme. Dadurch, dass ich den Glauben gefunden habe, habe ich dann natürlich auch angefangen, Videos von dem Glauben zu gucken. Und bei mir fing das im Grunde an. Meine ersten Videos, die ich von Walter Veit gesehen habe, das waren Gesundheitsvideos, Krankmachermilch und solche Videos. Walter Veit hat viele, viele Vorträge in Deutsch gehalten über gesunde Ernährung. Und das hat mich im April 2011 dazu veranlasst, veganistisch zu werden. Ich bin von einem Tag auf den anderen bin ich Veganer geworden. Das bin ich heute noch. Und aus Überzeugung. Nicht, weil irgendeine Antichristenlehre dahinter steht, was werdet ihr in der Zukunft noch sehen, die ganze vegane Bewegung ist furchtbar vom Antichristen gepusht, aber das ist eine ganz andere Sache, das wusste ich damals noch gar nicht und das hat auch mit meiner Entscheidung, vegan zu werden, nichts zu tun. Ich habe mich da aus Moralgründen, was Tierliebe angeht, so entschieden, weil ich habe Tiere immer geliebt und ich habe dann selbst gemerkt, wie ich selber da in der Hinsicht, wie nennt man das noch, ein Hypokrit bin, also ach, ja, wie nennt man das jetzt im Deutschen? Sitze ich hier, mache mein Video und komme heuchlerisch. Heuchlerisch, dass ich im Grunde heuchlerisch gelebt habe in der Hinsicht. Von ich kann selbst kein Tier töten, aber ich esse Tiere, das andere getötet haben für mich. Also das kann ja irgendwo nicht angehen.
Oh, und wie gesagt, das geht nicht mehr. Und wenn man sich dann noch anschaut, wie die Tiere behandelt werden heutzutage, das ist eine Sache. Und wenn man sich dann noch anschaut, wie viel gesünder es ist, die Tiere nicht zu essen, sondern die Dinge zu essen, die die Tiere essen, dann ist es wieder eine ganz andere Sache. Aber ich will ja jetzt auch kein Video über Veganismus machen. Ich lasse auch jedem seine eigene Entscheidung. Aber für mich war in dem bestimmten Punkt in April 2011, also nach 5 Monaten, 6 Monaten da ordentlich kräftig studiert zu haben, ein Ding klar: Ich will da nichts mehr mit zu tun haben. Ich esse ab jetzt vegan. Und das habe ich seitdem auch rigoros getan. Okay, hier und da gibt es so eine kleine Ausnahme. Um die 14 Tage bringt meine Nachbarin mir hier ein Gebäck mit von der Bäckerei. Das ist natürlich nicht vegan, aber es ist ein Gebäck um die 14 Tage mal. Das habe ich jahrelang nicht gegessen. Das ist erst das die letzten 5, 6 Monate so. Naja. Also, normalerweise esse ich strikt vegan. Und diese ganzen Untersuchungen haben mich halt dahin geführt, dass ohne die Bibel viele Dinge keinen Sinn machen. Und dann habe ich angefangen, die Zusammenhänge zwischen diesem Leben und der Bibel zu studieren und bin dahinter gekommen, dass was uns hier in dieser Welt als Christentum verkauft wird, eben Katholizismus ist und dass viele, viele Leute, um nicht zu sagen alle, die in wichtigen Positionen sind, mit der katholischen Kirche irgendwelche Verbindungen haben. Das wisst ihr ja inzwischen auch, ihr habt ja viele meiner Videos gesehen. Eigentlich hätte ich dieses Video vielleicht vor 7, 8 Jahren machen sollen, aber ich mache es eben heute. Und dann dachte ich, ich muss den Religionen irgendwie auf den Kern kommen. Man muss die Dinge wirklich bis zum Ende untersuchen. Und Bill Cooper, und das ist jetzt nicht der von dem Sinaiticus-Buch, sondern das ist der andere Bill Cooper, der am 5. November 2001 ermordet wurde. Der hat einen Satz gesagt, der hat mich damals dazu bewegt, die Dinge aus einer anderen Sicht probieren zu beschauen. Der hat gesagt, in einer seiner Radioshows, das hieß Hour of the Time, also genau wie bei mir, Hour of the Truth, ne? Ich habe das aber nicht nach ihm benannt oder habe da selbst nicht dran gedacht in dem Zeitpunkt. Das hat wieder einen ganz anderen Hintergrund, da können wir ein andermal drüber sprechen. Aber der hat in einer seiner Kurzwellenradiosendungen Hour of the Truth gesagt, Hour of the Time, Entschuldigung, Hour of the Time gesagt, jeder spricht hier von der reichen, regierenden Elite und die Politiker, die natürlich hier die Dinge in der Welt bestimmen, wie die Dinge drehen und gehen und wer sie wie wo zu gehen hat. Und er meint, die Politiker, die tun, was sie tun, weil sie einer bestimmten Religion folgen. Die tun, was sie tun, weil sie entweder in bestimmten, ich nenne es jetzt mal zwischen Anführungszeichen, Clubs sind oder sonst irgendwie, weil sie geführt, gesteuert sind, und das hat alles mit Religion zu tun. Nun, für dich, du musst gar nicht religiös sein, du musst gar keinen Glauben haben, du musst auch nicht ihren Glauben haben, aber wenn du nicht weißt, was die glauben, wenn du nicht weißt, welche Religion die folgen, dann wirst du nie verstehen, was sie tun, warum sie es tun, wie sie es tun. Und das war der Punkt, der bei mir den Schlüssel umgedreht hat im Schloss und gesagt hat, das ist genau das, was ich brauche. Ich muss nicht religiös sein, aber ich muss sehen, was die glauben. Und wenn man dann anfängt, im Sinne von 9-11, sich mit diesen ganzen Dingen zu beschäftigen und dann die ganzen Glaubensdinge durchforstet und diese ganzen Religionen durchforstet, da kommt man natürlich automatisch auf das Judentum. Es sind ja immer die Juden, die also schlecht sind. Das sind die Juden, die Hollywood beherrschen, sind die Juden, die die Zeitung beherrschen, die Juden im Fernsehen, die Juden hier, die Juden da. Das machte für mich irgendwie überhaupt keinen Sinn. Aber die Juden haben eine Religion. Und vor allen Dingen eine abgefallene Religion. Nennt man den Talmud. Und da muss man sich jetzt aber beschäftigen, was ist das Judentum überhaupt? Wo kommt der Talmud her? Was sind die Wurzeln davon? Katholizismus. Was ist die Wurzel des Katholizismus? Und was gibt es noch als Katholizismus? Und da fielen mir dann die Worte meiner Mutter ein. Ja, ich habe dich protestantisch erzogen. Protestantisch, was ist denn das überhaupt? Was beinhaltet das denn überhaupt? Und wenn ich dann den Religionen wie dem Judentum, dem Katholizismus
dem Islam, dem Hinduismus, dem Buddhismus und schließlich auch dem Protestantismus, wenn ich dem auf den Boden gehe, wenn ich die zurückverfolge, dann kann ich sehen, wo alles seinen Ursprung her hat. Und jetzt von dem Protestantismus mal abgesehen, die anderen Religionen, die ich gerade alle aufgezählt habe, die haben alle ein Ding gemeinsam. Sie haben nämlich eine gemeinsame Wurzel und diese Wurzel ist in Babylon. Aber es gibt auf der ganzen Welt nur ein Buch, das deutlich erklärt, wo Babylon herkommt. Das ist die Bibel. Und in dem Augenblick war für mich klar, die Bibel ist die einzige Wahrheit, die ich in dieser Welt glauben kann. Die Bibel ist die Basis für mein Handeln und für mein Glauben, das Wort Gottes. Die Bibel und nichts als die Bibel. Oder wie man so schön in Latein sagt, sola scriptura. Ich bin kein Lateinfreund, aber es gibt so ein paar Worte in Latein, die haben sich so durchgesetzt, weil eben unsere protestantischen Reformatoren eben auch aus der römisch-katholischen und von daher Latein sprechenden Kirche kommen. Deswegen sola scriptura, sole fide, sola gratia und so weiter und so weiter. Diese ganzen lateinischen Termen. Aber die Bibel und die Bibel alleine. Und weil ich eben durch Bill Cooper angesetzt diese Dinge nachgeforscht habe und gesehen habe von der und der, wem gehört der an, der und der, wem gehört der an, wem folgt der. Wenn du dann auf einmal feststellst, dass diese ganzen hohen Politiker alle in irgendwelchen päpstlichen Ritterorden stecken oder im Freimaurertum, ja, da fängt man an, sich mit dem Freimaurertum zu beschäftigen. Und ich habe dann später, als ich bereits Christ war, gläubig war, habe ich das Buch Code Word Babylon gelesen, zusammen mit Brett Norman. Und zum Schluss hat auch Michael, glaube ich, an den Lesungen teilgenommen, den ihr ja kennt von der satanischen Media-Agenda und Verschwörungsserie und sowas. Der Michael hat ja unglaublich viele Arbeiten auch alleine gemacht inzwischen. Und mit dem und mit Brett zusammen habe ich das Buch, also hauptsächlich mit Brett am Anfang, habe ich das Buch Code Word Babylon gelesen. Und im Grunde habe ich es gelesen. Brett hat hier und da ein bisschen beigesteuert, aber das meiste Lesen und Kommentieren kam von mir. Ohne jetzt auch mal eine Schulterklopfen zu, weil es gewohnt eine Feststellung, das ist gewohnt so, also ganz einfach so. Und wenn man dann eben begreift, dass eben auch das Freimaurertum nur ein anderer Arm des jesuitischen Ordens ist und man beschäftigt sich mit den Jesuiten, und das habe ich in der Vergangenheit gemacht, wie ihr wisst, mit den ganzen Videos, ja, dann bin ich irgendwo dahin gekommen, da habe ich meine Bestätigung gefunden. Da habe ich meine Bestätigung gefunden, dass Bill Cooper ganz genau recht hat, dass ich wissen muss, mit welcher Religion die Leute sich beschäftigen, dass ich deren Religion nicht haben muss. Nee, ganz sicher nicht. Aber dass ich dadurch zur richtigen Religion geführt werde. Der Vater hat mich dadurch gezogen. Der hat meine Untersuchungen gezogen von Anfang an. Er hat mich gebracht zum Sohn. Der Vater hat mich zum Sohn gebracht und durch den Sohn und seine Gnade, die Gnade des Vaters, habe ich durch den Sohn Jesus Christus erkannt, Jesus Christus bezeugt, das tue ich bis heute noch. Ich bezeuge den Mann, den Menschen, Jesus Christus, der für mich am Kreuz gestorben ist, für meine Sünden. Jetzt werden natürlich viele sagen von, ja, aber Jesus Christus ist doch Gott. Aber das ist das erste Thema in dieser vierbüchrigen Studie, die wir machen werden. Jetzt läuft das Video eine knappe Stunde. Ich hoffe, es sind noch einige Leute dran geblieben. Ich werde mal sehen nachher. 53 Minuten kann ich ja vielleicht. Schreibt mir das mal kurz auf. Verzeiht mir eben. 53 Minuten. Ich werde mal sehen, ob ich Kapitel-Dinger machen kann oder was. Oder ansonsten schreibe ich es in den Kommentar mit rein. 53 Minuten, dann fängt der Inhalt des Videos wirklich an. Da sind wir jetzt. Die Trinität, die Dreieinigkeitslehre. Wie gesagt, das, was meine Mutter mir vom Glauben beigebracht hat, damals war für mich schon immer klar, es war so, Vater, der Gott, der Mensch, Sohn, Jesus Christus und der Heilige Geist. Das war für mich so immer klar. Aber ich habe auch gesagt, ich habe dann diese Videos von Walter Veit geguckt. Und angefangen hat es mit diesen Gesundheitsvideos, die mich zum Veganismus gebracht haben. Aber auf einmal bin ich, ihr kennt das ja, wenn man YouTube guckt, dann kriegt ihr an der rechten Seite so Videos vorgestellt. So, wenn du das geschaut hast, musst du auch das hier mal schauen. Auf einmal war da ein englischsprachiges Video von Walter Veit über Geheimgesellschaften. Da war der Typ, den ich hier von Gesundheit kenne, da mit Geheimgesellschaft zu. Ich habe überhaupt nicht begriffen, dass der 7-Tages-Adventist ist und was das bedeutet in der Zeit. Ja? Also teilweise war meine Untersuchung auch sehr oberflächlich, muss ich ja sagen, in der Hinsicht. Und da habe ich angefangen, Walter Veit-Videos zu gucken. Oh!
Total Onslaught. Also es gibt da Rekindling the Reformation, ja, also die Reformation wiederentfachen. Der hat da Videoserien gemacht von, ich glaube, 20, 30 Videos pro Serie. Und davon hat er zwei, drei, vier Serien von gemacht. Die habe ich alle geguckt. Deutsch, Englisch, rauf, runter, rauf, runter. Das heißt, jedes Video mindestens zweimal kann ich euch echt garantieren. Das ist eine ganze Menge gucken. Und in all diesen Videos, weil ich kannte ja vom Glauben selbst nicht viel. Ja, die Bibel lesen, aber ich hatte ja so viele andere Dinge zu lesen, versteht ihr? War ein Video gucken über solche Dinge ja oftmals leichter. Ich bin ja auch faul in der Hinsicht. Wenn ich das Wissen gebündelt in einer Stunde über ein Video reinkriegen kann, in einer Stunde kann ich über ein Video mehr Informationen bekommen als in einer Stunde lesen. Lesen hat natürlich den Vorteil, ich mache es auf mein eigenes Tempo. Ich kann auch nochmal zurückgehen, kann nochmal lesen. Das macht man beim Video zurückspulen oder nochmal im Zeitfenster irgendwo zurückgehen. Das macht man weniger. Weiß ich inzwischen alles. Bin ja heute schlauer als vor 10 Jahren. Aber damals wusste ich das ja noch nicht. Ich gucke also diese ganzen Videos von Walter Veit. Und überall in seinen Videos, und natürlich wirst du dann von ihm dann auch noch auf andere geleitet, und wenn du dies geschaut hast, schau dir das mal an und so weiter und so weiter, guckst du das alles an. Und überall in diesen Videos wird die Dreieinigkeit gelehrt. Und ich war ja nun nicht gefestigt im Glauben, dass sie sagen von, guck, ich bin aber früher Protestant gewesen und ich habe gelehrt von meiner Mutter, Vater, Sohn, Heiliger Geist, drei verschiedene, alles drum und dran. Nee. Das war ja nicht so. Die Logik gebietet das für mich und ich habe es im Grunde auch nie anders gelernt. Aber ich bin bei dem Thema gar nicht stillgestanden, versteht ihr? Das hat mich gar nicht interessiert. Ich habe mich für andere Dinge interessiert. Ich habe mich interessiert für den 11. September. Ich habe mich interessiert für die verschiedenen Kriege. Ich habe mich interessiert für die Geschichte der Jesuiten. Deswegen ja die ganzen Bücher, die ich in der Vergangenheit gelesen habe, in Deutsch und in Englisch. Das ist eine ganze Menge, ne? Und das fragt viel Zeit. Und ich habe glücklicherweise die Gabe vom Heiligen Geist, echt, das kann ich gar nicht anders sagen, das ist eine Gabe von Gott gegeben, dass ich oftmals ein Buch lese und es direkt verstehe und kommentieren kann. Ich habe zum Beispiel die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmund Parris. Das Buch habe ich weder in Englisch noch in Deutsch vorher gelesen. Ich habe das genommen, das PDF, bin damit zack vor die Kamera gegangen, habe es gelesen. Ich habe mich nicht vorbereitet. Herrscher des Bösen, in Englisch, meine allererste Lesung davon. Das Buch nie komplett gelesen. In Deutsch. Ja, ich habe an der Übersetzung mitgearbeitet. Ja, Victor hat ja da die Riesenarbeit gemacht überhaupt. Der Mann hat so wunderbare Arbeit verrichtet an der Übersetzung des Buches Herrscher des Bösen. Aber ich habe das Buch zusammenhängend so nie vorher jetzt gelesen. Ich habe dann auch damals eine Zusammenfassung nach der englischen Lesung einfach nur eine deutsche Zusammenfassung machen wollen. Der Andreas hat mir das damals ins Deutsche übersetzt. Ich habe dann die Übersetzung, die Zusammenfassung gemacht. Ich glaube, 6 Teile oder so. Herrscher des Bösen Zusammenfassung gemacht in Deutsch. Aber habe das Buch, also außer der Zeit, wo ich es in Englisch gelesen habe, aber vor meiner englischen Lesung nie extra selbst gelesen. Kein einziges Buch. Das Doppelgesicht des Papsttums habe ich vorher nie gelesen. Doch, jetzt lüge ich. Nee, jetzt irre ich mich. Das Doppelgesicht des Papstes habe ich vorher gelesen, das stimmt. Aber ich hatte es nicht durch, als ich mit der Lesung anfing. Das ist so richtig. Die meisten Bücher habe ich einfach vorher nie gelesen. Heutzutage ist es ein bisschen anders. Jetzt lese ich teilweise Bücher vorher und dann sage ich von, und jetzt gehe ich damit ans Mikrofon oder gehe ich damit vor die Kamera, so wie ich das jetzt hier tue. Ich habe halt die Gabe, oftmals so Dinge zu lesen und dann direkt richtig verstehen zu können. Ja, das merkt ihr auch in der Serie Die modernen Kriege. Ich kenne das Skript von dem Geralt niemals und trotzdem kann ich es intuitiv richtig lesen. Das ist halt ein Dank an den Herrn, der mir das gibt, der mir die Möglichkeit gibt. Das ist eine Gabe, ein Talent, das ich von ihm bekomme. Kannst du nicht anders erklären. Ich von mir aus kann das nicht, bin viel zu blöd. Aber durch ihn kann ich alles. Ich kann nichts von mir selber, aber mit Christus kann ich alles. Nun, wo waren wir stehen geblieben? Die ganzen Videos, die ich geschaut hatte von Walter Veit, ne? Und da schleicht sich unglaublich viele Falschlehre ein.
Und dann habe ich das große Glück gehabt, so 2014, Ende 2014, Anfang 2015, Ende 2014 Tom Fress kennengelernt zu haben. Der Alan Lamont hatte mich damals mitgenommen auf eine Sendung und von Lori Birkebeil und da war Tom Fress und der hat da Vietnam Why Did We Go lesen wollen und Leute haben ihn nicht aussprechen lassen und wie auch immer. Ich habe damals Tom Fress kennengelernt und durch Tom Fress kennenzulernen habe ich dann damals die futuristische Lüge erkannt, die hauptsächlich basiert auf der falschen Interpretation von Daniel, Daniel Kapitel 9, Verse 4 bis 27. Da habe ich dann ja auch selber auch deutschsprachige Videos drüber gemacht, der größte Betrug seit dem Garten von Eden, ich glaube drei Videos. Könnt ihr euch mal anschauen. Und diese Studie geht auch was in die Richtung natürlich später, aber noch viel, 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 viel tiefer. Und ich habe damals halt gelernt, dass der Futurismus eine falsche Lehre in dieser Welt ist. Und Futurismus wurde von Walter Veit jetzt nicht gelehrt, direkt, aber doch auch gelehrt. Jetzt sagt ihr wieder, Walter Veit ist kein Futurist, das sind Siebentagsadventist, das sind Protestanten, das sind Historizisten, die machen alles richtig. Wenn wir mit dieser Studie fertig sind, dann werdet ihr die Siebentagsadventisten als ganz arme Leute beschauen, die auch in einer total falschen Kirche gefangen sind, die lügt und betrügt von vorne bis hinten. Was mir an der Siebentags-Adventistenkirche von Anfang an sauer aufgestoßen ist, will ich gar nicht mal sagen, aber was bei mir im Bauch immer ein schlechtes Gefühl verursacht hat, das war dieses von The Investigative Judgment. Ne? Als die Kirche aufgerichtet wurde, nachdem damals der Miller ja gesagt hat, Jesus Christus kommt 1843 wieder und dann war die große Enttäuschung und dann kam er nicht. Und aus dieser Enttäuschung, aus der Millerite-Bewegung, ist dann die Siebentags-Adventisten entstanden und die haben das dann anders interpretiert. Die haben dann gesagt von ja, die 2300 Tage aus Daniel Kapitel 8, die sind jetzt geendet und jetzt geht Jesus Christus im Himmel in das untersuchende Urteil. Und das ist jetzt die Zeit, wo das ist, weil der Antichrist, der ist 1798 seine 1260 Tage von 538 bis 1798 abgelaufen. Wir leben jetzt in der Zeit des investigativen, nicht Journalismus, sondern Urteils von Jesus Christus. Und was das alles für eine offene Lüge ist, das werde ich später noch erklären. Vor allen Dingen eben auch die falsche Interpretation von Daniels Prophezeiungen und von Johannes, also Offenbarungsprophezeiung in der Siebentagsadventkirche, das ist unglaublich, was da an Lüge erzählt wird. Nur das ist einem zu Anfang nicht deutlich und schon mal, zumal mir nicht, der ich eben über Videos diese ganzen Lügen eingeatmet habe. Ich habe es aufgesaugt wie ein trockener Schwamm, weil ich kannte ja nichts. Ich kannte die Bibel nicht, ich hatte Glauben, ja, aber ich hatte ja nicht jetzt irgendwie gesagt, ich setze mich jetzt hin und lese jetzt erstmal zwei, dreimal die Bibel durch, um die zu verstehen. Das habe ich nie gemacht. Ich habe die Bibel bis heute noch nicht ganz gelesen. Das muss ich auch nicht. Ich muss das große Bild begreifen. Und ich lese immer noch zu wenig in der Bibel, aber trotzdem mehr und mehr. Und ich verstehe das Gesamtkonzept der Bibel. Das ist wichtig, das Gesamtkonzept der Bibel zu verstehen. Und Mann, ich hoffe, dass ihr nicht langsam müde werdet, mir hier so zuzuhören die ganze Zeit. Aber ich habe noch ein paar Dinge zu sagen, bevor das Video zu Ende ist. Ich will nur sagen, ich habe selber durch viele, 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 viele Videos zu schauen, viel, viel, viel Falschlehre aufgenommen. Und weil ich halt unbedarft war, ungelehrt war, ungeschult war, ich war ja auch nicht gekirchlich geschult, weil ich bin ja nie in der Kirche gewesen. Dadurch habe ich die Dinge eben angenommen von so Leuten wie Walter Veit von als die Wahrheit. Ich habe dem vertraut. Ich habe dem Mann vertraut. Aber es ist besser, Gott zu gehorchen als den Menschen und Gott zu vertrauen als den Menschen. Das weiß ich heute auch. Das weiß ich schon einige Zeit. Deswegen schaue ich von Walter Veit auch schon, ich glaube, 4 Jahre oder so keine Videos mehr. Aber was passiert ist, ist passiert. Und den Schaden, den es genommen hat, hat es genommen. Und da wieder rauszukommen, das dauert. Und vor allen Dingen, die meisten Leute haben gar keine Lust, sich selbst zu korrigieren. Nur bei mir ist das ein bisschen anders, weil, wie Joachim damals gesagt hat, ich bin jemand, der mag die Wahrheit, der liebt die Wahrheit über alles. Und ich kann nicht damit leben, dass ich mich selber dann heuchlerisch irgendwo mit was zufrieden gebe, wovon ich weiß, dass es nicht in Ordnung ist.
Wenn ich weiß, dass etwas nicht in Ordnung ist, dann lege ich den Finger da drauf und dann will ich das in Ordnung gemacht haben, dann will ich das in Ordnung bekommen, dann will ich das in Ordnung bringen. Und diese Serie, die aus 4 Büchern besteht, wovon eins im Augenblick noch nicht mal zu Ende fertiggestellt ist, diese Serie habe ich unglaublich lange bereits, wie man im Englischen so sagt, a monkey on the back, ne? Kennt ihr so, der Affe auf dem Rücken, so dass diese Last, die man hat, die man mit sich mitschleppen will, das ist eigentlich ein Lebenswerk, möchte ich beinahe nennen. Und jetzt muss ich nochmal ausholen und nach früher zurückgehen. Ich habe damals in der Schule meine Oma interviewt, die ist geboren 1900 und ich weiß es jetzt nicht mehr echt nicht. Ich glaube 1906 oder 1908. Ich glaube 1906 war meine Oma geboren, ist 1992 gestorben. Und die hat 2 Weltkriege mitgemacht. Ich habe damals in der Schule sie interviewt und musste das interviewen, musste halt fragen, wie es in so im Dritten Reich war und diese ganzen Sachen und habe da viele Dinge zu niedergeschrieben. Und wie es den meisten von euch wahrscheinlich auch gegangen ist, in der Schule wird man erstmal indoktriniert mit der Schuld. Der Schuld, die man hat wegen dem Holocaust. Die Deutschen sind ja so schlimm, die Deutschen haben ja dies und das alles so furchtbar schlimm gemacht. Ja, und durch diese ganzen Studien, die ich gemacht habe, habe ich vor allen Dingen erstmal verstanden, warum der Holocaust überhaupt stattfinden musste. Und da werden wir uns in diesem Thema auch mit beschäftigen. Aber diese Last, die ich da als kleines Kind bereits mitbekommen hatte, also wann fängt das an, dass man in der Schule damit indoktriniert wird, da bist du 9, 10 Jahre vielleicht, dritte, vierte Klasse, spätestens in der 5. Klasse fängt das an, bis 10, 11 Jahre fängt das an. Später im Geschichtsunterricht. Und ich habe auch ein bisschen von der Inquisition gelernt in der Schule. Heute wird das, glaube ich, überhaupt nicht mehr gelehrt, aber damals haben wir ein bisschen was mitgemacht. Und da habe ich mir gedacht, wie können Menschen so grausam sein? Aber damals wurde in der Schule auch schon der Unterschied nicht gelehrt von der katholischen, dass es im Grunde die katholische Kirche war. Es hieß halt immer die Kirche. Ja. Die Kirche stellt sich als einzig richtige, wahre Kirche dar. Und jeder, der nicht in der Kirche ist oder jemand, der von der Kirche abfällt oder andere Dinge lehrt, ist natürlich ein Ketzer. Ja, furchtbar. Ketzer, Zauberer, Hexe. Ganz fürchterliche Menschen müssen vernichtet werden, weil die stehen dem wahren Glauben im Weg. Die Art und Weise, wie sie in der Inquisition Leute verfolgt haben, deswegen habe ich ja die Bücher von Henry Charles Lear unter die Fittiche genommen, die ich lesen will. Und ich muss immer noch die letzten, ich glaube, 70, 80 Seiten im ersten Band lesen, was ich abschließen will, bevor dann diese Serie wirklich voll losgeht. Das sind so Dinge, die haben mein Leben lang an mir genagt. Das sind für mich unglaublich wichtige Dinge, die ich ans Licht bringen will, wo ich die Wahrheit darüber ans Licht bringen will. Ich will die Wahrheit ans Licht bringen über die deutsche Geschichte und warum der Holocaust hat passieren müssen, um vielen Leuten das zu erklären, was mir durch das Studium der Bibel deutlich geworden ist, hat passieren müssen. Und vor allen Dingen durch diese futuristische Falschlehre, die in der Welt ist. Weil ohne die futuristische Falschlehre in der Welt hätte es den Holocaust nie gegeben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das müssen wir verstehen. Und das wird in unserer Studie auch drankommen. Das wird in dem zweiten Buch drankommen. Nun, zweites Buch. Also diese Studie wird aus 4 Büchern bestehen, um jetzt mal zum Abschluss zu kommen, weil es ist, glaube ich, schon über 1 Stunde, ja, denke ich mal so. Ja, 1 Stunde, 8 Minuten, um langsam zum Abschluss zu kommen. Diese Studie wird 4 Bücher beinhalten. Die ganze Studie nennt sich, wie aus dem Englischen übersetzt ist, Yea, as God said, ja, sollte Gott gesagt haben. Also das Wort Gottes wird in Zweifel gezogen und wir werden dafür sorgen, dass wir alles in dieser Studie an dem Wort Gottes messen und dass wir genau wissen, was Gott gesagt hat und dass wir genau wissen, was Gott nicht gesagt hat. Und wenn wir dann bestimmte Dinge irgendwo lesen, dann halten wir es an die Bibel. Genauso wie die Beröer es getan haben in Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 13. Denn die Juden in Beröa waren bessere Juden als die in Thessalonik, weil sie täglich in der Bibel lasen und alles in der Welt in der Bibel gemessen haben. Tja, das ist schon mal ganz wichtig, ne? Was ist denn noch ganz wichtig? Ganz wichtig ist, dass man weiß, welchen Gott man anbetet, welchem Gott man glaubt, welchem Gott man folgt. Und deswegen das allererste Buch, das wir lesen werden, ist Ursprung der Lehre von der Trinität. Das seht ihr hier im Original im Bild. Das ist ein Buch von U.H. Stennis aus dem 19. Jahrhundert.
A History of the Origin of the Doctrine of the Trinity in the Christian Church. Also der ganze Titel lautet Eine Geschichte des Ursprungs der Doktrin der Trinität oder Dreieinigkeit in der christlichen Kirche. Wobei wir natürlich immer einen Unterschied machen müssen zwischen der wahren christlichen Kirche und der römisch-katholischen. Das Problem ist, dass die wahre christliche Kirche tatsächlich, so wie sie sich nennen, die Protestanten und so, auch diese Falschlehre der Trinität oftmals übernommen haben. Geschichte über die Entstehung der Lehre von der Trinität, Dreieinigkeit in der christlichen Kirche. Das Buch ist von 1882, also Ende des 19. Jahrhunderts, und das hat mir die Renate, Miss Marple, die ihr aus den Videos kennt, übersetzt und ich habe es dann noch überarbeitet. Und da gehen wir dann später noch auf ein, weil heute lesen wir da sowieso nicht mehr drin. Das ist jedenfalls das erste Buch, das wir lesen werden. Das zweite Buch, das wir lesen werden, wird wahrscheinlich dieses sein, das ist die deutsche Übersetzung der Exploding the Israel Deception. Die Israel-Täuschung explodiert, so werde ich das nicht nennen, ich werde das auch ein bisschen anders nennen. Und das ist ein Buch von einem Jahr, einem Sieben-Tags-Adventisten. Der Doug Batchelor, macht dir das vor, weil das ist auch ein Sieben-Tags-Adventist, Direktor von Amazing Facts, das ist übrigens die Amazing Facts und Amazing Discoveries, das sind die Amazing, ja, das sind die fantastischen, faszinierenden, verzaubernden, ne, Amazing Organisationen, für die auch der Walter Veit arbeitet. Aber dieses Buch wird halt nicht nur gelesen, es wird eben auch analysiert und es wird ganz deutlich dargestellt, wenn es gegen die Bibellehre vorgeht, wenn es eben nicht damit übereinstimmt von, ja, was Gott wirklich gesagt hat. Das ist also die zweite Lesung, wo wir dann uns dann auch unter anderem mit, wie ich bereits gesagt hatte, der deutschen Geschichte und all diesen schwarzen Kapiteln teilweise beschäftigen mit werden. Dann das dritte Buch, das gibt es noch nicht, da muss ich euch eben noch vertrösten, da kann ich euch noch kein Bild zeigen. Das dritte Buch wird von einem Bruder in Christus in England im Augenblick geschrieben und das heißt A House Built on Sand, also ein Haus auf Sand gebaut. Das Buch ist handschriftlich so gut wie fertig. Es ist in den letzten Zügen, um fertiggestellt zu werden. Nun habe ich eine Bitte an die Zuhörer und Zuschauer dieses Videos. Mein christlicher Bruder hat das Buch handschriftlich geschrieben. Und er kann natürlich seine Handschrift auch einscannen, aber es ist noch nicht digitalisiert. Das heißt, das Buch muss in Textverarbeitung umgesetzt werden. Wenn jemand von euch Kenntnis davon hat oder sogar das machen kann oder Programme davon hat, mit denen man das machen kann, die entweder gratis sind oder sehr günstig zu erstehen sind, dann bitte ich um Hilfe. Und zwar kontaktiert ihr mich dann am besten über Reddit. Der Link von Reddit ist ja in der Beschreibungsbox dieses Videos. Da muss man keinen Account haben, um mich zu kontaktieren. Meine Kontaktadressen stehen da und dann kann man auf meinen Account gehen und kann mir dann eine E-Mail schicken, also kann mit mir chatten und ich werde das dann akzeptieren natürlich und dann kann man auch sich eventuell weiter überhalten, auch über Skype. Ihr könnt mich auch über Skype kontaktieren. Wie gesagt, Skype-Name ist Joggler77. Das ist hier mein Skype, das habt ihr sicher schon mal in den Bildern gesehen. Ne? Das ist hier, ja, das sind jetzt die Kontakte von mir, wollen wir eben, ja, kann man hier wegmachen, ist auch wurscht. Also hier kann man mich auch über Skype, das ist jetzt Jörg Lissmann, aber ich glaube, das ist Joggler77, an die ich angemeldet bin, könnt ihr mich erreichen, also über Reddit oder Joggler77 über Skype, könnt ihr mich erreichen, wenn ihr da Kenntnis von habt, wenn ihr das vielleicht selbst könnt, wenn ihr wisst, wie man handgeschriebene Blätter, auch wenn man die dann eingescannt hat, eventuell umsetzen kann in ein Textverarbeitungsprogramm, dass die computermäßig erfasst werden, das COR nennt sich sowas da irgendwie, glaube ich. Ja, mit PDFs hat man das ja auch oder OCR oder OCR-Technik heißt das, glaube ich. Wenn ihr da Kenntnis von habt, dann wäre ich sehr dankbar, wenn ihr dafür sorgen könnt. Das Buch ist also in Englisch fertiggestellt, fast fertiggestellt. Dann muss ich sehen, das rüberzubringen und das dann die Renate zu bitten zu übersetzen, weil die Renate ist im Augenblick mit einem anderen Buch beschäftigt zu übersetzen und das ist nämlich das vierte Buch aus dieser Serie. Also wir haben das erste Buch Ursprung der Lehre von der Trinität, wir haben das zweite Buch über die Israel-Täuschung, wir haben das dritte Buch Ein Haus auf Sand gebaut und wir haben das vierte Buch, das ist von Eric Chang, The Only True God, A Study of Biblical Monotheism. Das ist auf Deutsch der einzig wahre Gott, eine Studie
des biblischen Monotheismus. Ja, also ein Gott. Genau wie es in der Bibel geschrieben steht. Ich gehe da jetzt auch nicht mehr zu viel drauf ein. Ich habe viel zu viel andere Dinge gesagt. So ist das eben, wenn man sich kein Skript macht. Ich rede frei. Das habe ich immer gemacht. Ich habe immer geweigert, ein Skript zu machen. Das habe ich heute nicht gemacht. Dadurch habe ich viele Dinge gesagt, die ich vielleicht gar nicht geplant hatte. Dafür habe ich viele Dinge in die Länge gezogen. Das kann sein. Dann ist dem so. Wer inzwischen abgeschaltet hat, bitteschön. Wer dran geblieben ist, Dankeschön. Und wer zum nächsten Mal wiederkommt, ja, dem auch ein herzliches Dankeschön. Das wollen wir dann sehen, was wir dann nächstes Mal alles besprechen. Wir werden dieses Buch von dem Stennis anfangen, das die Renate ins Deutsche übersetzt hat, das ich überarbeitet habe. Das ist eine sehr intensive und sehr, sehr wichtige Studie, weil ich muss ja erstmal den Gott, den ich anbete, überhaupt kennen. So, habe ich euch gerade gesagt, Apostelgeschichte Kapitel 17. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges, ganz, ganz wichtiges Kapitel. Mal gucken, wo ist denn das hier überhaupt? Hier, Acts. So, Kapitel 17. Ich gehe das jetzt mal eben in der King James aus. Also, wie gesagt, ich hatte euch gesagt, Vers 13. But when the Jews of Thessalonica had knowledge of what the word of God was, that was God, preached of Paul at Berea, they came thither also and stirred up the people. Also, es geht im Grunde hier um Vers 23, glaube ich, ist das, ne? Ne, das ist hier schon. Wo ist denn das jetzt hier? Hier, Vers 11, Entschuldigung. Also, Apostelgeschichte 17, Vers 11. Ich habe da Notas vorgenommen, aber ich lese ja meine Notas hier nicht auf dem Schirm. These were more noble, ja, also wir sprechen hier von the brethren immediately sent away Paul and Silas by night unto Berea, who coming thither went into the synagogue of the Jews. Also, die Brüder schickten direkt Paul und Silas in der Nacht weg nach Berea, wo, als sie dort angekommen sind, sie direkt in die Kirche der oder in die Synagoge der Juden gingen. These were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind and searched the scriptures daily, whether those things were so. Diese waren also edler als die Juden, zwischen Anführungszeichen, in Thessalonica, weil sie das Wort in aller Bereitschaft und Offenheit empfangen haben und die Bibel, ne, the Scripture, das nennen wir heute, nennen wir das die Bibel, und die Bibel jeden Tag durchsuchten, um alles an der Bibel zu messen. Ja? Search the scriptures daily, whether those things were so. Das heißt, alles an der Bibel messen. Ja, du nimmst etwas aus dieser Welt, du hältst es an, was steht in der Bibel darüber geschrieben, und es ist gut, dann behältst du es, und es ist schlecht, dann verwirfst du es. Die haben jeden Tag alles an der Bibel gemessen und haben festgestellt, dass sie in einem total antichristlichen System leben. Da kommt es im Grunde drauf hinaus. Nun, weiter unten in demselben Kapitel steht eine andere wichtige Sache, die ich, und deswegen mache ich diese beiden Dinge wirklich als Pfeiler im Grunde dieser ganzen Studie, die wir machen werden. Wenn wir lesen in Apostelgeschichte 17, Vers 22, Then Paul stood in the midst of Mars Hill and said, Ye men of Athens, I perceive that in all things ye are too superstitious. Was auf Deutsch heißt, dann stand Paul in der Mitte des Marshügels oder Marsberges und sagte, ihr Männer von Athen, das heißt, hier spricht er alle Heiden an. Ja, Paul war ja der Apostel der Heiden, the Apostle of the Gentiles. Und er steht hier mitten auf dem Marshügel, Mars, muss ich noch nicht erklären, in Athen. Also wirklich da, wo das Zentrum des Heidentums ist, genau wie mit seinem ersten, das ist ja hier Apostelgeschichte, ist ja noch nicht, sind ja noch nicht seine Briefe, sein erster Brief, aus Rom direkt, aus dem Babylon der Neuzeit. Ja. Hier steht er auf dem Marshügel und sagt, ihr Männer aus Athen, ich verstehe, dass in allem, was ihr glaubt, seid ihr viel zu abergläubisch. Ihr seid viel zu abergläubisch. Und jeder zweifelt an seinem Glauben. Aber niemand zweifelt an seinem Aberglauben. Das steht nicht in der Bibel, das sage ich eben dazu. Aber das ist genau das, was Paul eben auch meinte. Er steht da mitten unter den Heiden auf dem Marshügel und sagt, ihr Männer aus Athen, ich verstehe, dass ihr in allen Dingen viel zu abergläubisch seid.
For as I passed by and beheld your devotions, I found an altar with this inscription, To the unknown God, whom therefore ye ignorantly worship, him declare I unto you. Auf Deutsch. Weil als ich hier vorbeiging und ich sah, welche Devotionalien ihr alle habt, ja, Devotionalien, Bilderanbetung, Arten des Anbetens, Idolatrie, ja, das meint er damit. Als ich hier also vorbeigegangen bin und ich eure Devotionalien angeschaut habe, habe ich einen Altar gefunden mit dieser Einschrift, dem unbekannten Gott. Das heißt, und das ist eigentlich das Positive, was man aus dieser kleinen Bibelbotschaft mitnehmen sollte, die Leute sind auf der Suche nach Gott, dem wahren Gott. Sie sind auf der Suche nach dem wahren Glauben, aber sie sind in allem viel zu abergläubisch und werden natürlich von ihren Priestern und von ihren Politikern und alles natürlich auch an der Nase rumgeführt, so wie das im Grunde ein Leben lang war. Und deswegen sagt Paul, als ich dann hier vorbeikam und ich sah eure ganzen Devotionalien hier, da fand ich einen Altar mit der Einschrift, dem unbekannten Gott. Und jetzt kommt's. Whom therefore ye ignorantly worship, den ihr darum aus eurer Ignoranz anbetet, ja, dem ihr gehorcht, dem ihr diese ganzen Opfer bringt und dem ihr das ganze Anbetungssystem widmet, der euch aber unbekannt ist. Aber genau den ihr eigentlich anbeten wollt, den erkläre ich euch jetzt. Ja? Ich hoffe, das ist deutlich geworden. Paul stand in der Mitte des Marshügels und sagte, ihr Männer von Athen, ich begreife in allen Dingen, dass ihr zu abergläubisch seid. Weil als ich hier lang ging und ich eure Devotionalien sah und bemerkte, fand ich einen Altar mit der Aufschrift dem unbekannten Gott, den ihr von daher ignorant, also total aus Unwissenheit, dumm anbetet. Aber jetzt komme ich euch den einzig wahren Gott erklären. Gott hat diese Welt gemacht und alle Dinge, die darin sind. Angesehen, dass er der Herr des Himmels und der Erde ist, verbleibt er nicht in Tempeln aus Menschenhand gemacht. Das ist der Gott, den Paul ihnen jetzt erklärt. Und wir müssen uns alle davon bewusst sein, dass es sehr wichtig für unsere Erlösung ist, dass wir den richtigen Gott anbeten. Einen wahren Gott. Und Jesus Christus, seinen Sohn. Höre Israel, der Herr unser Gott ist ein Herr. Deuteronomium Kapitel 6, Verse 4 bis 6. Schema Israel. Adonai Elohino Adonai Echad. Darauf ist diese ganze Studie basiert. Weil wenn wir wissen, wer der wahre Gott ist und dass es keine Dreieinigkeit ist, dass es keine Trinität gibt, wenn wir wissen, dass die Bibel von Genesis bis Offenbarung nur ein Gott propagiert und dass es nur die Lehre der Menschen ist, die uns glauben macht, dieser eine Gott besteht aus drei. Wenn wir das begriffen haben, dann kriegen wir endlich die wahre Botschaft der Bibel mit. Dann verstehen wir den Israel-Betrug noch, bevor ich das überhaupt gelesen habe. Dann werden wir mit dem Haus, das auf Sand gebaut ist, ganz deutlich verstehen, was Daniel in vielen seiner Stellen gemeint hat, was Paulus meint und was die Offenbarung meint und wo wir in der Offenbarung wirklich sind und wie das Ende der Welt wirklich aussieht und wie viele Prophezeiungen noch überhaupt nicht abgelaufen sind, obwohl sie uns im Augenblick erzählen, dass sie abgelaufen wären. Und ich das in der Vergangenheit auch gesagt habe, weil ich auch
da verarscht wurde, um es mal ganz deutlich so zu sagen, das werden wir alles rechtsetzen in dieser Studie. Alles. Und dann zum Schluss beschäftigen wir uns nochmal mit dem einzig wahren Gott. Bis dahin ist es noch ein langer Weg, den ich hoffe, den ihr mit mir geht. Und wie im Englischen auch, werde ich in diesem Video die Kommentarsektion auflassen und je nachdem hinterher beschließen, ob ich die Kommentare unter den Videos freischalte oder aber da eine spezielle Sektion in der Gemeinschaftsseite auf YouTube für erstellen lasse. Ich habe jetzt ungefähr alles gesagt, was ich sagen wollte. Es ist auch länger geworden, als ich eigentlich dachte und eigentlich wollte. Aber es ist unglaublich wichtig, dass ich das heute endlich mal nicht zu Papier gebracht habe, aber auf Video gesagt habe und festgehalten habe. Und dieses Video heute ist der 14. April, so schnell wie möglich rausbringe, wohl nächste Woche, im Laufe nächster Woche, spätestens nächste Woche, Samstag kommt das raus. Und dann kann das endlich losgehen mit dieser wunderbaren Studie, die uns die ganzen nächsten Jahre beschäftigen wird. Und ich hoffe, ihr geht mit mir und werdet in der Zwischenzeit auch eure Bibel lesen und studieren. Und zwar selber, nicht nur durch irgendwelche Videos, weder meine noch irgendwelche anderen, sondern wirklich eigenes Bibelstudium und werdet damit feststellen, dass es einen Gott gibt, der das Ende von Anfang wusste. Und das niedergeschrieben hat für uns, um es zu verstehen. Und das werden wir studieren. Höre, o Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Gott, ist ein Herr. Bis zum nächsten Mal. Shalom. Maranatha. Der größte Trick, den der Teufel je gebracht hat, war, die Welt glauben zu lassen, es gäbe ihn gar nicht. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape. God is keeping track of every lie. There is no escape. Proverbs 19:5. I will tell the truth, for God will punish every lie. Proverbs 19:5. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape. Proverbs